Warum schauen all diese verdammten Kinder diese Vlogs im Internet? Halt's Maul! Der Ausbruch startete langsam. Die Leute fingen an, länger als 4 Minuten vor der Kamera zu stehen. Sprechen ohne Skript, erzählen offensichtlich verschönerte Geschichten mit Titeln wie Ich hatte Sex mit meinem Hund. Ihr werdet nicht glauben, was mir heute passiert ist, also eigentlich... Und jetzt müssen einige der letzten verbliebenen Sketch-Comedians auf der Welt Widerstand leisten. Da, wo ist Rachel? Ich mache mir mehr Sorgen darüber, eine Prinzessin zu finden. Nein, du Idiot! Wo ist Rachel, unser Kameratyp? Ja, und ich meine, wo ist Princess, unser Soundtyp? Wo sind alle? Hallo? Hey Leute, ihr glaubt nicht, was passiert ist. Oh mein Gott, Leute. Ihr werdet nicht glauben, was mir heute passiert ist. Oh mein Gott, ihr werdet nicht glauben, was mir heute passiert ist. Ich bin zum Supermarkt gegangen und die verkauften Baby. Erdbeerkuchen gab es einfach nicht mehr und ich war im Bus. Ich bin im Meer ertrunken. Ich aß Kleenex. Ich muss auf jeden Fall hier verschwinden. Sie alle haben den Vlog-Virus. Hör zu, es ist nur noch eine Handvoll von uns übrig. Wir müssen stark bleiben, Sketchbrüder. Aber es ist so viel einfacher, Videos ohne Skript zu machen. Und ohne Kostüme. Niemals! Wir sind Sketch-Comedians. Ja, wir müssen Kostüme tragen! Denkt an die Vorzüge. Mehr Videos, die einfach zu machen sind. Und längere Wiedergabedauer. Der Algorithmus liebt die Wiedergabedauer. Kommt schon, Leute. Kommt und macht Challenges mit uns. Und esst komisches Essen. Und andere Dinge, die so zwischen 10 bis 15 Minuten dauern? Schließt euch der Vlog-Seite an. Die Vlog-Seite. Stopp! Ist es okay? Immerhin haben wir dich, Reinhiger. Du würdest uns niemals im Stich lassen. Nicht wahr, Reinhiger? Moment mal, ich verstehe nicht, wie wir die letzten Sketch-Leute sind. Was ist mit Lily Pons oder all diesen anderen, ihr wisst schon, großen Weiner oder Ex-Weiners, aus denen am Ende YouTuber geworden sind und jetzt alle steil gehen? Zählen die nicht? Nein, verdammt! Die sind zu jung und zu hübsch, um sich in Kostümen und blöden Perücken zu präsentieren. Ja, Reinhiger, halt einfach deine verfickte Fresse und spiel einfach mit. Ja! Fein. Schätze, wir müssen die Nachricht verbreiten und sehen, ob es noch welche wie uns gibt. Lass mich das kurz einstellen. Gute Idee, Reinhiger. Ja. Du machst das schon, Reinhiger. Du lässt uns nie im Stich. Hey Leute, hier ist Reinhiger und wir sind die letzten Sketch-Leute, die übrig sind. Ist da draußen irgendwer? Reinhiger, nein! Benutz nicht dein Handy, um ein Video zu machen, Reinhiger! Es ist zu einfach! Wenn da noch irgendwer... Hey Leute, ihr glaubt nicht, was mir heute passiert ist. Game over, Mann! Wir werden hier drin sterben! Schließt euch dem Widerstand an. Trefft uns an einem Ort, an dem ein Vlogger niemals gesehen wird. Dem Sketch-Comedy-Autorenraum. Gehen wir. Ja. Yeah. Gestern war alles heute ganz war ich im Media. Okay, schau einfach auf dein Handy und tu es, als ob du vloggst. Also heute haben wir versucht, Ian und Anthony anzupassen und sie sind sowas von abgehauen. Und außerdem hatten sie fast Sex mit meinem Hund. Willkommen. Wer seid ihr? Seid ihr der Widerstand? Beretta und Beretta? Man sagt, ihr beide wärt bloß ein Mythos. Mein Großvater hat Geschichten über eure epischen Comedy-Sketches auf YouTube erzählt. Wir haben einen Weg gefunden, diese Vlogger zu vernichten. Und das, indem wir guten, alten, originalen Inhalt zurück ins Internet bringen. Oh, ihr wisst schon, wie YouTuber es tun sollten. Kanäle wie The Wine Code, Brookers, Lisa Nova, Happy Slip, Dex Flame, Lonely Girl 15, Chad Vader, Lazy Dork. Lazy Dork, geile Referenz. Danke. 5-Sterne-Bewertungssystem? Mini-DV-Tapes? 4 zu 3! Seht ihr, YouTuber heutzutage tun nicht das, was sie tun sollten. Irgendwas stimmt da nicht. Ranten die gerade nicht? Ich an, ich bin ein YouTuber in 2017. Mein Handy lässt sich nicht zusammenklappen und es hat eine Kamera. Rant-Videos waren sogar noch einfacher zu kreieren als Vlogs. Verdammt! Ja, meine Hüfte! Abonniert unseren toten Kanal! Box für Box!
Ich kann es nicht glauben. Wir könnten die letzten lebendigen Sketch-Comedians sein. Was ist mit Smosh's Board auf unserem zweiten Kanal jeden Montag? Sind das nicht eigentlich Vlogs? Ian, warum weichen wir dem aus? Weil es ein Virus ist. Wenn wir jetzt anfangen zu vloggen, vloggen wir für immer. Vielleicht ist das ja nicht so schlimm. Hast du dich jemals gefragt, ob wir uns vielleicht selbst limitieren mit Sketch-Comedy? Nein, das sind Spinnereien. Denk darüber nach. Die Leute wollen unsere Persönlichkeiten sehen. Deswegen ist das Vloggen so beliebt. Weil es das ist, was die Leute wollen. Sind sie es nicht, wofür wir das machen? Die Leute? Und oh mein Gott. Ihr werdet nicht glauben, was mir heute passiert ist. Was hast du da gerade gesagt? Anthony! Nein! Nein! Nein. Nein. Mein Hund hatte fast Sex mit meiner Zahnbürste. Yo Leute, Dragondub hier. Wenn ihr euch das originale Video ansehen wollt, dann klickt auf das linke Feld und für das letzte Video auf meinem Kanal klickt auf das rechte Feld. In der Mitte seht ihr die Castliste und unten rechts alle Social Media Sachen. Oh ja, und nicht vergessen, abonnieren. Ciao. 2017 wird doch viel cooler.